Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, wieder neue Aufnahmesession bei mir, die erste nach dem Urlaub. Und ich weiß gar nicht so richtig, wo wir stehen geblieben sind, aber das ist ja nichts Neues, wenn wir eine neue Aufnahmesession beginnen. Mir wurde nur die Kommentare geschrieben, dass ich die Betten doch mal irgendwie so rumstellen soll, dass ich rausschaue, wenn ich schlaf. Moment. Nee, das war jetzt wieder verkehrt. Moment, da ist das Fenster. So. Und. So. Huch. Hallo? Hallo. Hey, was ist denn jetzt los? Beginnt gleich etwas buggy hier. So, dann schauen wir mal. Nachts, wir können natürlich noch nachts schlafen und so müsste das aber passen mit dem Bett. Müssen wir mal schauen, ob wir das so lassen. Es ist ja jetzt erstmal alles nur prophylaktisch. So. Ansonsten, wo sind wir stehen geblieben? Hier unseren Durchgang, den haben wir eigentlich so gut es geht schon fertig gebaut. Da fehlt nur noch der Fußboden. Dann hier unser kleiner Brunnen, unser Lagerhaus, das ist auch noch nicht fertig, da müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Und hier unsere Mühle, ja. Da wurde mir in die Kommentare geschrieben, ich soll die Mühle wieder abreißen. Aber warum, frage ich mich, warum soll ich die Mühle wieder abreißen? Ich finde, die würde doch hier hinten super reinpassen. Also ich weiß auch nicht so richtig. Ich finde, die Mühle wird hier hinten richtig gut aussehen. Aber, ja, ich soll sie wieder abreißen. Warum, weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall die Mühle erstmal nicht abreißen und jemand anderes hat mir noch geschrieben, es ist ein bisschen zu viel Echtholz. Ja, dazu kann ich nur sagen, das mag sein, dass das jetzt erstmal auf den ersten Blick so wirkt, aber die Mühle ist ja auch noch nicht fertig. So, mir ist da gleich mal noch eine Idee gekommen, was wir hier an die Seiten noch machen könnten. Da ist das nicht mal ganz so viel Holz. Also ich würde die Mühle schon wirklich gerne noch fertig bauen erst, bevor ich jetzt hier wieder anfange, die erst ja, wieder abzureißen. Weil das war ja eigentlich unser Vorhaben von Anfang an, ja, eine schöne Mühle zu bauen. Und jetzt soll ich sie wieder abreißen? Nein. Das wäre doch fatal. So, ja, super. So, Moment mal, hier muss noch was hin. Wie viel haben wir denn eigentlich noch? Sechs. So, gut, mehr ist erstmal nicht drin. Obwohl ja das auch wieder raus kann. Ach nee, das ist jetzt doof. Da oben muss ja auch noch einer rein. Da oben muss auch noch einer rein. Den habe ich gerade vergessen. So, Moment mal. Wir können die Mühle ja dann auch meinetwegen noch, was weiß ich, aus einem anderen Material bauen. Beziehungsweise hier halt dann Holzbretter benutzen, aber ich fand da halt, die Mühle sollte ein bisschen robust sein und sollte ein bisschen rustikal auch sein. Jetzt sind nicht einfach so ein olles Haus hier hingesetzt, sondern das sollte ja schon ein bisschen, ja, keine Ahnung, halt robust, rustikal, wie ich schon gesagt habe, aussehen. Und da finde ich, bietet sich das mit dem Holz eigentlich ganz gut an. So, aber ich mache mal noch schnell was anderes. Vielleicht. Ups, hab ich doch. Nein. Oh, ich habe das Schaf getötet. Nee, doch nicht. Da ist es wieder. Es hat sich wieder hochgebeamt. Auch nicht schlecht. So. Unsere Brücke müssten wir auch mal noch weiterbauen. Ah, hier hinten unser Zuckerrohr. Das wächst und gedeiht. Das ist sehr schön. Ach so, ich muss hier mal was umstellen. Das gefällt mir nämlich gar nicht hier mit diesen Grafikfehlern ständig. So, Moment mal, wir schnappen uns jetzt hier mal ein bisschen Wolle. Einfach hier mal so einen halben Stack. Haben wir noch Glas?
Warte mal, hier haben wir noch Zaun, den nehmen wir auch mal schon mal mit. Nehmen wir auch noch Zaun, da reicht der ein halber. So. Haben wir noch Glas? Das war hier. Ja, haben wir auch noch Glas. Gut. Dann passt das ja erstmal. Oh, so, haben wir noch eine Axt? Ne, eine Axt haben wir auch nicht mehr. Hier ist noch eine Eisenaxt. Eine Eisenaxt. Unser Schwert ist noch top. Unsere Axt ist fast kaputt. Okay, ansonsten sieht es eigentlich... Ansonsten haben wir ja noch alles. So. Und dann würde ich sagen... Tun wir hier erstmal Fensterchen reinmachen und tun mal an die Seite, also neben die Fenster, mal ein bisschen weiße Wolle machen. Das sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. So. Aber ich finde es echt schade, wenn ich die Mühle jetzt wieder... Ja. Wenn ich die Mühle jetzt wieder abreißen müsste. Oder abreißen soll. Also das fände ich echt doof. So. Moment. Zack. So. Entschuldigt. Jetzt ist es gerade über mich gekommen. Boah, alter Verwalter. Jetzt musste ich aber niesen. Jetzt hat es so in der Nase gekrabbelt. So, da ist unsere Axt auch schon hinüber. Ups. Das ist hier fehl am Platz. So, Moment, Moment, Moment. Schmeißen wir hier mal die Wolle noch mit rein. Dann habe ich mir so gedacht, wenn wir es vielleicht hier Wolle reinmachen, weißer. Bei Pink, ne, würde blöd aussehen. Dann passt das so. So ist da auch nicht schlecht. Hier haben wir mal einen schönen Überblick über unser heiliges Land. Hier haben wir echt noch eine Menge Platz. Das bauen wir alles noch zu. Alles zugebaut wird hier noch. So. Hier Wolle rein. Wolle, Wolle, Wolle. Ja, der gute Wolfgang. Mit seinen vielen Armbändern. Mit seinen ganzen Freundschaftsarmbändern, die ihn die Leute, die Mädels geschickt haben. Ja, es war auch so ein kleiner Zeitgenosse. Zu jener Zeit. So, hier unten müssen natürlich auch noch ein paar Fenster rein. Die kloppen wir einfach hier rein. Oh. So, das geht natürlich nicht. So, das hier auch noch. Ein bisschen schick machen. So. Jetzt können wir hier ein Fenster reinmachen. Ich überlege gerade, setzen wir die so. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, oder? Ja, das können wir so lassen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, zack, zack, zack. Dann hier noch ein Fensterchen rein. Und da haben wir hier unten auch gut Licht. Blub. Blub. Blub, blub. Blub, blub. So, ja, wie gesagt, der erste Spieltag, seitdem ich im Urlaub war, mal wieder. Schön, schön. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich mal wieder eine Runde Minecraft zocken kann. Das habe ich ehrlich gesagt auch ziemlich vermisst. Also da, ja... Habe ich schon ein bisschen auf dem Schlauch gestanden jetzt diese Woche. Aber jetzt können wir wieder eine Runde dillern. Jetzt werde ich auf jeden Fall wieder erstmal 4-5 Parts am Stück machen. Ich habe ja sowieso auf meiner Festplatte nichts mehr liegen. Ach seht ihr, hier wollte ich mal dieses bisschen so ein Gewächs noch mitnehmen. Ja gut, okay. So, ja, brauchen wir erstmal wieder Bäume, wa? Hier ist schon wieder gut gewachsen, unsere Baumfarm. Kloppen wir hier die mal weg. So viele brauchen wir nicht mehr. So. Moment mal, haben wir gerade Eichensetzlinge dabei? Ne, haben wir gerade nicht dabei. Nehmen wir uns mal hier noch 12 oder 17 Stück mit. So.
Blub. So, mir hat auch wieder jemand in die Kommentare geschrieben, Gronkh Nachahmer. Vielen Dank für dieses Kompliment. Ich wusste gar nicht, dass ich Gronkh nachahme. Aber das weiß ich ja jetzt. Jemand, der sich ein Minecraft-Imperium geschafft hat, wie Gronkh. Ich weiß nicht, wenn man schon 1000 Folgen produziert, weiß ich nicht, ob man den überhaupt, ob das geht, den nicht nachzuahmen. Ich glaube, der findet, egal wer es ist, irgendjemand findet immer irgendwas, was so ähnlich aussieht oder was vielleicht sogar genauso aussieht und man hat es selber gar nicht mitgekriegt, weil wie gesagt, die Möglichkeiten sind zwar unbegrenzt hier bei Minecraft, aber ich sag mal, man tut ja trotzdem nach einem bestimmten Stil bauen. Und wenn man da eben als Gronkh-Nachahmer beschimpft wird, sage ich jetzt einfach mal, oder betitelt wird, dann ist das halt so. Das sind solche Sachen, die stören mich gar nicht mehr, weil ich habe jetzt mittlerweile fast 500 Abonnenten. Oder was heißt fast 500? Also 400, es geht jetzt auf die 450 Abonnenten zu. Oder die sind es, glaube ich, schon. Ich weiß es gar nicht so richtig. Und da geht mir sowas, ehrlich gesagt, herzlich an der Puppe vorbei, sage ich jetzt einfach mal so. So, weil jemanden als Gronkh-Nachahmer zu betiteln, okay, macht man sich halt einfach. Aber mich würde mal interessieren, wenn derjenige den Part vielleicht sogar schaut, was ich denn nachmache von Gronkh genau speziell, weil das würde mich jetzt echt mal interessieren. Es muss ja irgendwas gewesen sein, was ich gesagt habe oder was ich gemacht habe, wo derjenige dann gedacht hat, oh, das hat er jetzt Gronkh nachgemacht. Keine Ahnung. Ich wüsste es jetzt auf Anhieb mal so nicht, aber egal. Wobei ich sagen muss, ich finde Gronkh klasse, also absolut. Ich schaue ab und zu selber mal auf seinem Kanal vorbei. Ich schaue nicht alle Videos von ihm, also vor allen Dingen auch nicht alle Minecraft-Videos oder so. Weil ich möchte ein bisschen nicht voreingenommen an diese ganze Sache hier gehen, weil ich das selber spiele. Und ich denke mal, dass wir auch, von wir spreche ich jetzt von mir und dem Marco, dass wir nicht irgendwas nachmachen oder sonstiges. Das sieht man ja allein daran, dass wir auch Minecraft-Technik noch quasi ins Leben gerufen haben. Da noch eine schöne Playlist haben mit schon über 40 Parts, wo wir wirklich uns komplett unseren eigenen Stiefel bauen und also. Da braucht niemand sagen, dass wir irgendwas nachmachen oder dass ich jetzt hier mein Minecraft Vanilla irgendwas nachmache. Das ist in meinen Augen einfach nicht der Fall. So, sammeln wir mal die ganzen Saplings hier noch ein. Weil die brauchen wir nämlich, falls wir mal uns noch irgendwo etwas Waldgebiet machen wollen. So wie Gronkh es jetzt zur Zeit gerade macht. Ja, also auch das habe ich vor, irgendwann mal nachzumachen. Aber 1:1, ich gucke schon immer die ganzen Videos, die er jeden Tag bringt. Der baut ja, glaube ich, in der letzten Woche habe ich gar keinen Part von ihm gesehen. Vielleicht in den letzten 14 Tagen zwei oder drei Parts vielleicht. Keine Ahnung. Aber der baut immer irgendwie nur Wald. Zurzeit. Zurzeit ist Wald. Ist ja auch voll in Ordnung. Wie gesagt, in den Umfang, in der Größe, wie er jetzt schon erreicht hat, mit seiner Minecraft World. Kommen hier noch Saplings oder wie sieht denn die Sache aus? Ja, in seiner Minecraft World ist halt auch der Wald etwas größer dann. Und ansonsten, ja, gucke ich schon immer fleißig die Videos, ist klar, ne? Und zähle schon immer die Abstände, wo er welchen Sapling setzt und so, dass ich das dann exakt genauso nachbauen kann. Das ist mein Ziel, mein Vorhaben. Alles nachzubauen. Jeden nachzuahmen. So, deswegen sammle ich jetzt hier fleißig Saplings. Aber es gibt keine. Irgendwie. Warum nicht? Wie macht Gronkh das nur? Nein, ich höre es auf. So. Saplings schmeißen wir wieder in die Kiste. Bissel Holz haben wir ja gekriegt. Oh, sogar einen ganzen vollen Stack. Ist ja super. Ja, komm, Apple können wir auch hier reinhauen. So, gehen wir hier erstmal wieder zurück. Ah ja, den Fußboden müssen wir echt was machen. Ich überlege nur, was.
den auch aus Kabel machen. Ne, den machen wir hier so, oder? So gepflastert. So ein bisschen gepflastert. So. Auf nach oben. Tun wir jetzt gleich mal hier das Ganze noch fertig bauen. Ups. Muss mal schauen, aus was wir das Dach machen. Ich habe jetzt hier eigentlich keine. Keine Wolle hin. So muss das doch. So und so. Genau. So, jetzt müssen wir mal schauen. Da muss natürlich hier ein Dach drauf. Wie wir das nur wieder machen. Bräuchten wir ja Stufen. Da bräuchten wir erstmal Eichenholzstufen. Flup, flup, flup. Da müssen wir mal schnell zurück in unser Lagerhaus. Ich sollte mir auch mal angewöhnen, überall, wo wir sind, das werde ich jetzt auch gleich mal machen, hier so eine Workbench hinzubauen. So, die setzen wir jetzt einfach mal hier hin. Zack. Und ins Lager müssen wir aber trotzdem nochmal, weil, warum eigentlich? Ich weiß es gar nicht genau, warum gehen wir jetzt nochmal ins Lager? Ich würde mal gucken, was da, ach ja, ob wir noch Holzstufen im Lager haben. Ups. Holzbollekies, Holzbollekies. Oh nee, da haben wir gar nichts mehr. Oh, gar nichts. Das hätte ich natürlich jetzt auch nicht gedacht. Na gut, sei es drum. So, dann machen wir uns erstmal hier ein paar Stacks. Genau, so. Zack, 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 zack. Stufen, da werden wir ein paar brauchen fürs Dach. Also ich weiß nicht, ob da ein Stack reichen wird. Aber anderthalb müssten eigentlich auf jeden Fall reichen. So. Alright. Dann können wir erstmal das hier noch raus tun. Dann können wir mal. Das können wir noch raustun. Die Treppenstufen brauchen wir erstmal auch nicht mehr. So, ansonsten. Kappel. Wieso haben wir eigentlich so viel Kappelstone einstecken? Oh, ich weiß das schon gar nicht mehr. So, die Slabs, die brauchen wir eigentlich auch erstmal nicht. Steinziegel, die brauchen wir. Okay, okay, okay. Hier die Tür, weiß ich auch gerade nicht, wofür wir die hier haben. Ja, da haben wir noch ein bisschen was. Brot haben wir, unseren Kompass haben wir. Glas brauchen wir auch nicht. So. Okay. So, 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 so. Da gucken wir mal. Dass wir hier noch ein Dach drauf kriegen. Holla, jetzt klingelt schon der Timer. Das heißt, der erste Part ist schon wieder am Ende, Mensch. Und ich habe gar nicht viel erzählt. Ich war hier so hoch konzentriert. Wegen dieser Mühle. So. Hups, 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 hups. Muss mal kurz überlegen, wie rum das Dach jetzt wird. Das muss so rum werden, genau. So ist besser. Ja, super. Superior. Noch besser. Ach, jetzt sind wir wieder ganz runtergefallen. Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir den Part hier erstmal an der Stelle.
Schreibt mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen, lasst mir ein Abo da. Das alles natürlich kostenlos und unverbindlich. Und ja, ansonsten schön, dass du wieder mit eingeschaut hast, mit eingeschaltet hast. Und wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dahin, tschüss.